Hallo und herzlich willkommen hier zu 7 Days to Die. Heute möchten wir uns endlich mal wieder ein paar Gebäuden widmen. Die Umbauarbeiten sind soweit eigentlich abgeschlossen. Gucken noch erstmal hier in dem Schnellrestaurant. Schon ein bisschen zerschlagen wurde. Ist wird noch jemand drinne? Nö. Ach, hier waren wir schon mal drinne. Verrückt. Da vorne auch, da ist auch schon die Tür aufgebrochen. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir hier schon mal was geplündert hatten. Dann suche ich mir jetzt einfach die nächsten beiden großen Gebäude. Einfach ein Stück weiter geradeaus. Hier in dem Girls, Girls, Girls Laden. Wirst du wohl sterben? Geht doch. Oh, hier wurde zu einer ein. Barrikadiert mit den flotten Tänzerinnen. Ja, hier liegen die ganzen Lustmolche. Hier ist eine erste Stripperin. Noch jemand hier in diesem Raum gerade. Hinter der Bar versteckt sich hier noch jemand. Nö. Dann lassen wir mal das fröhliche Plündern beginnen. Also verständlich, den ganzen Kram hier nehmen wir mit. Hoppala, das wollte ich nicht. Noch ein paar Kassen, genau, ein bisschen Kohle für uns. Alles zerlegen. Können wir alles gut gebrauchen. Ah, ein Schrotflintengriff. Na gut. Besser als nichts. Ja, elektronische Komponenten, elektronische Teile, das brauchen wir, davon brauchen wir wieder so. Hat hier echt jemand eine Mine platziert? Sag mal. Spinnt ihr? Alte Scheiße. Wir haben auch einen Schaden. Könnte ich mir Öl machen. Ich sterbe 1000 grausame Schocktode. So ein Blödsinn. Womit konnte ich noch mal Hammer auch nicht. Spitzhacke. Oh, kann ich dieses Glas gar nicht sammeln. Für oh, 52 Stück haben wir schon. Da können wir dann erstmal hier eine kurze Pause machen. Du bist auch hier so ein richtiger Alles-Checker, ne? Der Zombie-Farmer, nichts mitbekommen hier, der alte Hund. Wow, der hatte recht gute Jagdmesser dabei. Oh, Medizinschränke, zwei Stück nebeneinander. Klo ist leer. Was macht hier die andere Toilette? Ja,
Aber viel los ist hier drin, bisher echt nicht. Nicht sehr actiongeladen, diese Räumlichkeiten hier. Ich will gar nicht wissen, was hier gekocht wurde. Da vorne ist das hier eine Rattenkappmine. Die stehen hier echt nicht auf Besuch. Und eine Toilette ist da drin. Hat schon jemand reingekackt. Leer, 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 leer. Ein paar Dosen für mich. Ja, dann war es das hier drinne schon. Und ich gehe mal nach drüben. Für den Müllplatz. Monster Lag. Schon wieder, was soll denn das jetzt? Oh, schön, Benzinfass. Warum leckt denn das jetzt hier so? Wartet mich jetzt hier gleich. Gott weiß was für ein. Gegner oder. Über die Machete in die Hand. Ich weiß, was hier gleich noch rumläuft. Der hier läuft auf jeden Fall nicht mehr. Nur ein altes Bett. Ja, noch mehr Benzinfässer. Schon jetzt, ich suche schon das Klo. Ja, ich möchte erst einmal mich draußen komplett umgeschaut haben, bevor ich jetzt gleich reingehe. Ach, komm hier, ich helfe dir mal beim Rauskommen. Komm hier lang. War noch gar nicht so weit. Kleiner Mülleimer. Hey. Ah, ich verblute schon wieder. Das heißt schon wieder, ich verblute jetzt gerade zum ersten Mal. Müsste ich aber theoretisch überleben. Ich esse trotzdem im Schnellwasser, damit ich ein bisschen nebenbei noch heile. Heile ich nicht mal von. Verdammt. Gut. Damit wird unsere Reise hier schon unterbrochen. Wir werden eben einmal den ganzen Quatsch zu Hause einlagern. Und uns einmal heilen müssen. Mit unseren verbliebenen 5 Lebenspunkten, wie viel das dann ist. Hoffen wir mal, dass wir mit keinem Quatsch machen und überleben. Nicht so nah an die Klingenwaffen parken, das könnte blöder ausgehen. Machst du jetzt mal die Tür auf? Ich habe jetzt Angst hier draußen. Wollen wir alle ans Leder und sowas alles. Ja, Rezepte, Zinkanister herstellen. Und einmal nachtanken.
Ja, wie man sieht, ich habe hier fleißig aufgeräumt und alles. Es sieht jetzt hier alles ein wenig schöner, ein wenig aufgeräumter aus. Hier haben wir noch, müssen wir noch Nahrung drin haben, die können wir gleich auch zu uns nehmen. Das hält uns natürlich auch schon ganz ordentlich. Und wir werden satt. Ich wusste doch, ich habe hier noch irgendwo so ein Stück Fleisch. Aber hier Papier. Die Eisenschaufel, die kann auch weg. Mist, wieder die Hälfte übersehen. Verband nehmen. Eisen, Eisen, Eisen. Hier haben wir unsere Komponenten. Noch ein bisschen Kohle. Noch mehr Plastik. Der Stein habe ich jetzt angefangen hier rein zu packen. Und unsere anderen Kisten mit Steinen leicht überfüllt waren. Schloss und Klebstoff. Die alte Stulle, zwei Jagdmesser und die Jetons. Eine einmal Erste Hilfe sollte ich doch noch nehmen. Müsste ich eigentlich auch noch mal in die Wüste fahren und ein bisschen Aloe Vera farmen. Jetzt mal wieder zurück zum Schrottplatz. Unser Moped muss auch dringend getankt werden. Mein Lieblingswetter. Olle regnerische, wo man dann wenig bis gar nichts vernünftig sieht und erkennt. Die allerdings habe ich jetzt noch erkannt. Eiskalt daneben geschossen mal wieder. Es versteckt sie sich da hinten. Ah, nur ein altes Sofa, ein paar alte Stahlgerüste. Oh ja, Cowboy. Wenn ihr mich einfach in Ruhe lassen würdet, könnten wir alle gemeinsam in dieser Welt leben. Aber nein. Wäre euch ja nicht gut genug. Jetzt stelle ich vernünftig da drüber, sammle den ganzen Rotz hier ein. Ich hört es wieder auf, da vorne ist es wieder am Regen. Was ist das für ein blödes Wetter? Ich gehe ins Haus. Vorher hier noch. Extrem schnell plündern.
Ziel. Ist das auch eine Mine? Ihn töten. Ne, sieht nur so komisch aus. Da kenne ich jetzt noch nichts, ob da was ist. Aber ich quietsche immer so laut. So, in der Vergangenheit war es so, dass hier unter dieser Treppe sich immer noch ein Schatz versteckt hatte. Wollen wir mal schauen, ob sowas immer noch hier ist. Na, sieht nicht so aus. Vielleicht muss ich sonst auch noch ein tiefer graben oder so. Ich weiß es nicht. Ah, schön, dass du direkt hier hinter der Fensterscheibe sitzt, wo man dich nicht sieht. Ganz schön linke Nummer von dir. Irgendwo ist hier auch Randale jetzt gerade. Und haben wir wieder ein paar Baupläne und wir haben auch wieder unser Inventar völlig überfüllt. Ein bisschen Platz. Ich möchte jetzt noch nicht aufhören hier zu plündern. Jetzt hier schon nach ein paar mehr Zombies. Hey, was macht ihr denn hier drinne? Ist mir hier einfach mal eine ganze Horde hier reingefolgt. Natürlich auch heftig. Du hältst auch einiges aus, wa? Was war's mit deinem Arm? Oh Gott, bin ich ein verdammt beschissener Schütze. Hab ich schon Scharfschützengewehr und ich treffe überhaupt nichts. Inventar wieder voll. Und so was zum Zerschreddern hier. Das hier kommt alles weg damit. Einmal Maismehl, Snowberry.
eigentlich auch alles nicht. Auch gehen wir mal wieder nach oben. Wie viel noch übergeblieben ist. Doch noch ein paar. Der Rest lässt sich gar nicht von mir. Das kann man mir erzählen, was man will, aber den habe ich doch ein paar Mal jetzt im Kopf getroffen. Dann halt so. Da habe ich auch noch nicht erlebt, dass hier so eine Zombie-Horde einfach mal hier quer durch so ein Gebäude durchzieht. Aber an sich ganz geil. Hier noch irgendwo jemand verirrt. Hier waren wir stehen geblieben. Dieser Waffenschrank soll noch interessant sein. Und das wieder. Gefüllt. Hier noch was Interessantes. Möchte ich nicht interagieren. Ich will wieder rein. Heute möchte ich jetzt noch fertig erkunden. Hallo, von wo kommt dieses doofe Geräusch? Ich sehe es nicht. Was ich nachgucken wollte, ist, ich habe mechanische Teile. Elektronische habe ich nicht. Wie schade. Ei kann weg, das trübe Wasser kann weg. Schmerzmittel können weg. Stofffetzen können auch hier bleiben und das Papier auch. Gut, denn die vier Klimaanlagen, die möchte ich ganz gerne noch mitnehmen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert mich kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin und tschüss.